Eine kleine Information vorweg, in jedem zweiten Video von diesem Let's Play werde ich an irgendeiner beliebigen Zeitstelle ein Buchstaben oder eine Zahl sagen und der Erste, der mir diese unterm letzten Video vom Let's Play runterschreibt in der richtigen Reihenfolge, gewinnt eine Paysafe-Karte im Wert von 15 Euro. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biomutant auf meinem Kanal. Heute werden wir mit dem Wissenschaftler Whis reden, den wir in der letzten Folge gesucht haben. Und da ist er auch scheinbar schon. Whis, Tüfteltüftler. Whis ist eine komplizierte Sprache, aber ich glaube, er ist froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Davon gibt es heutzutage nicht mehr so viele. Sagt, es ist schön, dich wiederzusehen. Er heißt Whis. Er hat dich in den alten Tagen seinen Oktopod ausprobieren lassen, falls du dich noch daran erinnerst. Whis erinnert sich daran, was für ein fröhliches Kindling du warst und ist froh, dass dein Licht trotz all der Jahre nicht verblasst ist. Doch Whis versteht, dass all das vor langer Zeit geschehen ist. Je tiefer du tauchst, desto trüber werden die Erinnerungen. Darum ist es gut, Freunde zu haben, die Licht in dieses trübe Dunkel bringen. Freunde? Es war eine Tragödie und es war traurig, dass du gegangen bist. Es ist ein Wunder, dass du da draußen in diesem rauen Land alleine überleben konntest. Whis meint, Erinnerungen bewahren Dinge für einen sicher auf, bis man bereit ist, sich ihnen zu stellen. Er weiß, dass du zurückgekehrt bist, um dich Lupalupin zu stellen. Diese Konfrontation ist so unvermeidlich wie Ebbe und Flut. Er meint, der Verlust deiner Familie könne dich ewig in die Tiefe stürzen. Doch du warst immer schon in der Lage, wie eine Luftblase an die Oberfläche zu steigen. Komme, was wolle. Er weiß, dass dich die Gezeiten der Geschichte in eine Richtung stoßen. Doch du kannst stets deinen eigenen Kurs wählen. Ich bin bereit zu vergeben. Letzten Endes liegt die Entscheidung bei dir. Du musstest die Folgen des Unrechts ertragen, das an dir begangen wurde. Er glaubt an Konsequenzen, da sie das direkte Resultat von Handlungen sind. Es wird immer heller. Sieht alles gut aus. Ach, nein. Wirf doch mal einen Blick in den Spiegel. Geht nicht. Alle, in die du geschaut hast, sind zersplittert. Das war nur dieses eine Mal. Ich habe hier einen ganzen Scherbenhaufen, der dir widerspricht. Okay, da werden wir unsere helle Aura mal aufgebessert haben. Fragt sich, ob du je über Freiheit nachdenkst und ob wirklich alle frei sind. Hast du die Entscheidungen getroffen, die dich bis hierher gebracht haben? Oder bist du nur eine Marionette des Schicksals? Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Freut sich, das zu hören. Er wünschte nur, er wäre sich dessen ebenfalls so sicher. Ist verblüfft, dass die Welt weiterlebt. Freut sich allerdings darüber. Es gibt noch so vieles zu erfinden. Ist beeindruckt, dass du dich so sehr um die Welt bemüht hast. Findet, dass dein Bündnis mit den Myriad klug ist. Sie haben einen ganzen Regenbogen voller Lösungen für jedes Problem. Sie sind auf jeden Fall farbenfroh. Denkt, dass diese Art von Vielfalt Stärke bringt. Doch das ist nicht annähernd so wichtig wie das, was jetzt kommt. Whis meint, du solltest die Vergangenheit in der Tiefe ruhen lassen. Doch da unten lauert noch etwas anderes, das am Baum des Lebens nagt. Er nennt es den Trübschnauber. Darum werkelt er am Oktopod herum. Doch der Deckel klemmt. Darum braucht er einen großen Kraftdreher, um ihn zu öffnen, damit du hinein kannst. Er kann die Brandungsfabrik nicht verlassen. Du musst also den Kraftdreher für ihn finden. Im Mika-Stadion ist ein überdrehter Mika-Finkro unterwegs, auf dessen Rücken noch einer steckt. Wenn du ihn findest, findest du auch den Kraftdreher. Ein Mika-Fingro? Nein. Er dient definitiv dazu, auszuhelfen und schwere Objekte zu heben.
In Tuxanuls Aufzeichnungen steht, dass es ein Roboter war, mit dem man in Lagerräumen Bionukleus-Materie transportierte. Okay, unsere Aura ist einigermaßen hell, das freut mich doch. Und wir sollen jetzt bis nach dort hinten gehen, um beim Mika-Stadion den Mika-Fing-Dingsbums da zu holen. Das werden wir einfach mal machen. Hier haben wir noch so eine komische Tafel. Keiner scheint sie sonderlich beachtet zu haben. Wiss sollte hier Brandungsfabriken. Ja, also eigentlich interessiert mich das auch jetzt nicht, was hier ist. Es ist eigentlich nur eine Nebenquest, die wir uns nochmal abholen können. Die könnten wir später irgendwann vielleicht machen. Jetzt will ich eigentlich erstmal nur hier rausfinden aus dieser Fabrik. Was auch nicht allzu einfach ist. Hier geht's nur runter. Aber da ist alles überschwemmt, okay. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Hallo? Hier. Hier hinten geht's auf jeden Fall raus. Und dann können wir uns auch schon mit schnellen Schritten Chance, die Welt zu da aufmachen, um den Mika Fingro zu suchen und natürlich dann auch dieses Werkzeug zu beschaffen, dass wir da rein können. Aber zuallererst natürlich wieder erstmal den Holzpfahl abholzen. Die einzige Art von Resten, die man noch irgendwo wachsen sehen kann. Gut, nochmal 2 Hölzer gesammelt, haben wir schon 12 von 20. Und jetzt sollen wir zum Mega-Stadion und nach dem Mega-Fingro suchen. Der Weg scheint hier ziemlich linear zu sein, denn wir haben hier große Berge, die uns hier begrenzen. Es scheint auch die Weltbegrenzung zu sein. Also, dass wir eigentlich gar keine Chance haben, irgendwo anders hinzugehen. Das ist aber auch eigentlich egal, denn wir wollen ja nur dem Weg folgen. Hier ist wieder so ein Außenposten von unserem Stamm. Und wir müssen anscheinend... dass du es trotz all des Glibbers gefunden hast. An diesem Ort hat es für lange Zeit Energie gegeben. In vielerlei Hinsicht gibt es sie hier immer noch. Können wir den Ort wiederherstellen? Dafür müsste all der Glibber verschwinden. Gut, dass du diese Spur gefunden hast. Es gibt viel über diese Welt zu lernen, sowohl hier als auch woanders. So, der Roboter 12F. Okay, wir gehen... Nein. Da ist es kalt drin, den Weg können wir schlecht nehmen. Tut mir leid. Das ist eine Kältezone. Selbst ein dickes Fell reicht nicht, um dich hier warm zu halten. Schade, dass wir da nicht einfach abkürzen können. Aber hier haben wir tatsächlich nochmal ein Holz. Es ist schön, ein paar gute Holzreste zu finden. Boom. Nochmal 3 Stück. Haben wir schon 16. 4. Okay. Sehr gut. Gut, wir können leider nicht durch die Kältezone abkürzen. Ist aber auch eigentlich... Komm, hallo. So. Wir können nicht abkürzen, ist aber auch eigentlich egal. Denn... auch wenn wir hier einen kleinen Umweg machen müssen. Was es wohl zu bieten hat? Umarme dein Reittier nicht. Ihr seid keine Freunde. Obwohl wir eigentlich einen Umweg machen müssen, sind wir ja mit der Ziege eigentlich recht gut dabei. Und es dürfte auch kein Problem sein, da hinten zu diesem Stadion hinzugelangen. Ich hoffe nur, dass da nicht allzu starke Gegner sind. Also, das wäre jetzt wirklich wieder sehr blöd. Ob noch etwas drin ist? Wenn da jetzt die stärksten Gegner des Universums wieder auf uns warten würden. Darauf hätte ich gar keine Lust. Okay, und in der letzten Folge hatten wir ja dieses Aurora-Totem oder wie das hieß, diesen Schrein. Und da wollte ich mal gucken, wo die anderen 3 Stück sind. Und ich hatte mir das angeguckt und scheinbar bringt es einem nichts, also wirklich so gar nichts, wenn man die tatsächlich alle aktiviert. Also außer, dass man die Nebenquest geschafft hat, passiert da scheinbar recht wenig. Hallo, Sneaker. Jetzt. So, okay, weiter geht's. Noch 250. Also es passiert anscheinend nichts, wenn man diese aktiviert. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, dann müssen wir es auch nicht machen. Aber ich habe mir angeguckt, wo wir eine stärkere Waffe herbekommen können. Die noch nicht ganz ruiniert ist. Oh Gott, hier, ich höre schon wieder die bösesten Monster. Ne? Also ich habe eine Waffe, ein Video gefunden, wo man sehen kann, wie man eine sehr, sehr starke Waffe bekommt. Und die werden wir uns, sobald wir diesen riesigen, starken Boss besiegt haben, der Eis schießt. Sobald wir diesen besiegt haben, werde ich dann auch tatsächlich mal mir diese sehr starke Waffe zulegen. Au. Du hast Schmerzen.
Wir haben sehr, sehr viel Heilung. Ich will sehr gut. Dir nichts sagen, aber das Mecha-Stadion ist in der Nähe. Ist das überhaupt der Gegner, den wir besiegen müssen? Ich hoffe es. Oh mein Gott, der hat wirklich ordentlich rein. Und der lässt sich auch irgendwie nicht so richtig elektrisieren. Unser kleiner Bot haut natürlich wie immer mit drauf. Das haben wir ihm ja gekauft. Auch in der letzten Folge. Falls ihr die verpasst habt, solltet ihr die unbedingt noch angucken. Die war sehr interessant und scheinbar hätten wir den nicht besiegen müssen. Egal. Die Verglibberung des Grundwassers breitet sich aus. Hallo? Fest verriegelt. Hallo? Wir sollen das hier etwas holen. Mehr als nur verschlossen. Wir kommen hier aber nirgendwo lang. Dann gehen wir halt einen kurzen Weg außen rum und werden den Durchgang einfach von irgendeiner anderen Seite öffnen. Das sollte kein Problem sein. Das schaffen wir schon. Okay, hier können wir nur runter. Genau, dann können wir hier die Tür gleich öffnen. Aber erstmal müssen wir das Elektrorätsel lösen, was aber natürlich wie immer kein Problem sein sollte. Okay. Ein Versuch haben wir noch. Aber wir haben es gelöst. Es war ein sehr langes Rätsel. Also da könnte man schon echt Probleme bekommen. Aber jetzt haben wir auch eben mal diese Tür entsperrt. Und da sehen wir schon den Gegenstand, den wir suchen. Der heutige Buchstabe ist eine Zahl. Und zwar 6. Hier ist erstmal noch so ein Biobehälter. Von Biogefahr muss man sich übergeben. Du musst die Bolzen die Hand aus dem Trailer. Um ihn zu destabilisieren. So. So auf jeden Fall. So. Und den. Achso, so. Okay. Das war einfach. Nichts falsch. Da musst du nur kurz nachdenken. Okay, haben wir geschafft. So. Der Kraftdreher ist gelockert. Hoffen wir, dass die greifende Hand damit auch zu Helfenden wird. Genau, und wir können sie tatsächlich steuern. Und sie kann schießen. Ist das ein cooles Reittier? Okay. Lass mich raten. Nein, wir haben die Ziege immer noch. Aber die werde ich jetzt. Aufeinander abstimmen. Die werde ich jetzt wahrscheinlich ja nicht mehr so oft benutzen. Da ich ja jetzt tatsächlich diese coole Hand habe, die sogar schießen kann und hoffentlich sehr, sehr viel Schaden macht. Gut. Das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Okay, ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Stürz nicht aus Versehen von einer Klippe, während es dunkel ist. Aber wir sollen jetzt auf jeden Fall zurück zu ihm und das können wir tatsächlich schnell machen mit unserer Teleportation. Da müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg zurückgehen und wir haben ihm natürlich dann auch diesen Gegenstand halt mitgebracht. Hallo, Wiz, wir haben dir etwas mitgebracht, und zwar diesen Schraubschlüssel, den du brauchst, um die Luke zu öffnen. Das war gar nicht mal so schwer, außer dass ich halt einen Boss unnötig besiegt hat. Aber hier. Hä? Er dachte, der Kraftdreher sei die Lösung, doch jetzt erkennt er, dass rohe Gewalt hier nicht hilft. Er braucht etwas, das schmiert. Rohe Gewalt hilft gewöhnlich. Das ist zwar eine Lösung, wenn man Sachen kaputt machen will. Doch in diesem Fall solltest du darauf verzichten, damit es unter dem Nass nicht leckt. Er sagt, der Deckel sollte sich öffnen lassen, wenn du ihn Spritz schmierst. Nur leider ist seine Schmiere alle. Er weiß, dass sein alter Kumpel Chuf-Chuf stets über aufgefüllte Schmierkannen verfügt. Er sollte dir eine borgen können. Er betont, dass du sofort zurückkommen solltest, sobald du die Schmierkanne hast. Der Trübschnauber frisst sich jede Minute weiter durch die Rinde. Chuf-Chuf? Wiz hat gehört, dass er momentan an der Endhaltestelle festhängt. Da er nicht mehr auf den Schienen unterwegs ist, sollte er jetzt leichter zu finden sein. Okay, das reicht jetzt erstmal. Okay, wo ist der? Da. Das ist weit von allen Punkten entfernt. Sehr weit. Aber ich denke, wenn wir uns dahin teleportieren, sollten wir schon am dichtesten dran sein. Ich weiß nicht, ob die Hand schneller ist als unser Reittier.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber wir können ja mal kurz testen. Wir nehmen mal unsere Hand hier. Da kommt sie angelaufen, unsere mechanische Hand. Und mal los. Nee, ich glaube, sie ist nicht so schnell. Ich glaube tatsächlich, sie ist nicht so schnell. Aber sie kommt besser durch Gelände. Was ist mit Wasser? Nee, Wasser kann sie gar nicht ab. Okay, da ist die Zniege der Hand tatsächlich im Vorteil. Und die werden wir auch tatsächlich dann benutzen. Erstmal nehmen wir kurz nochmal die Hand. Für dieses ungerade Gelände hier. Da kommt die tatsächlich dann besser rüber. So, und jetzt können wir unsere Zniege rufen. Hallo Zniege. Und mit der werden wir jetzt weiterreiten. Und diese 790 Meter kurz mal... ja, zurücklegen, genau. Ist nicht mal ein Kilometer. Weiter geht's. Wir werden dann da tschuff die Ölkanne holen. Das U-Boot natürlich dann öffnen können. Und dann können wir wahrscheinlich auch schon gegen den Boss antreten. Das müsste dann ja ein Unterwasser-Boss sein. Sonst bräuchten wir ja kaum ein U-Boot. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das machen. Es müsste dann ja auch schießen können. Kurz vor Ende wurde hier immer noch gebaut. Erstaunlich. Oh, 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 oh. Fast wären wir im Moor versunken. Okay, da machen wir einen großen Bogen rum. Ich will nicht meine Zniege verlieren. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel so denkt, die Zniege ist im Moor versunken. Tut mir leid, weg ist sie. Und deswegen werden wir mit dieser Zniege jetzt hier weiterreiten, bis wir am Ziel angekommen sind. Ich will sie auf gar keinen Fall verlieren. Ist dieses Häuschen da schon das Ziel? Sieht ganz so aus. Das sollen 400 Meter sein? Na gut. Das Moor hier werden wir vielleicht später irgendwann nochmal erkunden. Ich glaube auch nicht, dass es da jetzt so viel gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dieses Let's Play jetzt hier so wirklich 100% mit allen Nebenquests machen soll. Oder ob ich wirklich einfach nur die Hauptstory durchspielen soll. Ich werde mich dann wahrscheinlich kurz vorm Endbosskampf entscheiden. Und je nachdem, ob ich noch genug Lust habe, ob ihr noch genug Lust habt, ob das Let's Play noch läuft, genug Aufrufe erzielt. Ich finde so, wenn das Let's Play 8 Aufrufe, also jedes Video 8 Aufrufe hat, dann bin ich schon zufrieden. Reite dein Reittier, solange es sich reiten lässt. Denn, wenn man sich das mal so anguckt, sonst lade ich so ein Video am Sonntag hoch, das macht dann vielleicht 20 bis 30 Aufrufe. Und wenn ich dann halt das fast jeden Tag ein Video mit 8 hochlade, komme ich auch ungefähr auf die gleiche Summe. Gut, die Endhaltestelle haben wir hier erreicht. Wieder mit ein bisschen grünem Biomassezeug, was wir immer sehr gern mitnehmen. Hallo Tschuff. Du bist anscheinend ein Eisenbahner. Ein Schaffner. Ein Zugführer. Kannst du uns etwas Öl geben? Aber erstmal natürlich die Fahne aktivieren, dass wir hier nicht nochmal hinrennen müssen. Sonst sagt er, hey, kannst du mir nochmal eine Kanne besorgen und dann kommen wir hier nicht mehr hin. So. Außerdem bringt es auch sehr viel Gebiet, dass dieser Sumpf. Und jetzt können wir mit Tschuff reden und uns diese Kanne holen. Tschuff wusste, du würdest eines Tages zu ihm kommen. Du musstest bloß dem Stahlweg folgen. Auch wenn die Gleise rosten mögen, führen sie am Ende alle zu ihm. Warum fährst du auf den Gleisen? Behauptet, Gleise sind wie Regeln. Wenn man ihnen folgt, wie es gedacht ist, kann einem alles Gute entgegenkommen. Sagt, du bist den Gleisen dahin gefolgt, wo du sein musst. Doch sie besitzen auch Weichen. Die Frage ist, ob du nun auf deinem Gleis bleiben wirst oder versuchst, es zu wechseln. Du scheinst bereits auf dem richtigen Gleis zu sein. Er hofft bloß, dass du nicht auf ein finsteres Nebengleis gerätst. Wohin du auch fährst, du sollst wissen, dass die Gleise dich nie in die Irre leiten werden. Bleib auf ihnen. Dann bringen sie dich genau dahin, wo du sein sollst. Möchte wissen, ob du es je bereut hast im Leben, keine andere Schiene genommen zu haben. Wenn du zurückgehen könntest, würdest du die Schiene wechseln oder weiter auf der gleichen Schiene fahren? Meine Schiene ist die richtige. Ihm gefällt deine Selbstsicherheit. Du wirkst wie ein Tuk-Tuk, der nur vorwärts fahren kann. Die Welt scheint das Gleis gewechselt zu haben. Nun fährt sie wieder aufwärts. Kann dir gar nicht genug danken, dass du auf die Bremse getreten bist und den Rückwärtsgang eingelegt hast. Aber er will nicht abschweifen.
ist erstaunt, so weit draußen jemandem zu begegnen. Doch manchmal bringt der falsche Tuk-Tuk einen an den richtigen Ort. Wie du siehst, hat er nicht geplant, hier anzuhalten. Doch nun freut er sich, dich zu sehen. Er sagt, sein Name ist Chuf-Chuf. Seit die Welt begann zu sterben, fährt er auf dem falschen Gleis. Doch er hat seinen Verstand darin geübt, ungeachtet der Situation positiv zu bleiben. Ich gehe meinen eigenen Weg. Findet, das ist in Ordnung. Doch es gibt keinen Weg in dieser Welt, den nicht schon jemand beschritten hat. Er ist überzeugt davon, dass die Gleise wie Lebenswege sind. Du musst auf ihnen bleiben, auch wenn du sie nicht selbst gelegt hast. Diesmal ist er jedoch auf ein Nebengleis geraten. Er braucht eine Flügelmutter, um zurück aufs Richtige zu kommen. Flügelmuttern sind leicht zu finden. Sie stecken an jedem Tuk-Tuk-Zieher da draußen. Es ist bloß schwer, sie abzukriegen. Daher ist er froh, dass du das für ihn übernimmst. Ich könnte es versuchen. Er wusste, du würdest es tun. So wie er weiß, wohin jedes Gleis führt. Okay, wir müssen jetzt zum Tucker-Tunnel gehen, der sich dort befindet, dicht in der Nähe des Dorfes Wump. Und da müssen wir dann eine Flügelmutter holen. Dann gehen wir zu ihm, kriegen das Schmieröl und da müssen wir zu Wiz, der dann die Klappe öffnet, uns ins U-Boot lässt und dann können wir auch schon den nächsten Boss besiegen. Das scheint... Oha, der Boss ist ja direkt hier neben ihm. Okay, und dann werden wir einen Weltenfresser hoffentlich besiegen, nachdem wir uns dann wieder eine stärkere Waffe geholt haben. Das dauert alles noch ein bisschen. Deswegen verabschiede ich mich für dieses Mal. Schaltet das nächste Mal wieder bei Let's Play Biomutant ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.